Davran hat einen Auftrag, nämlich Königin Katharina zu erfreuen. Naja, eigentlich will er seinen Kumpel Adrian finden. Und wir freuen aber, glaube ich, trotzdem noch Königin Katharina an dem her. Und wir haben jetzt nur noch ein paar Aufträge zu erledigen. Dann hätten wir das Gebiet hier komplett erledigt. Und danach könnte man die Story weiterfolgen. Erreicht die königliche Krypta. Könnten wir ja zwar jetzt schon so, aber natürlich will ich die Aufträge auch erledigen. Um ihn einfach nochmal ein bisschen fetter ausgerüstet und ausgestattet dann in die Schlacht ziehen zu lassen. Grüne Vogelspinnen, große Milben. Lecker. Ja, das ist ein bisschen das Problem, wenn ich die Kamera drehe, hat es keinen Effekt. Und ich glaube, es ist einer der wenigen Momente, wo ich die Option Minimap drehen einstellen werde. Wenn ich sie finde, wenn ich sie nicht verwechsel mit einem anderen Spiel, was drin war. Das ist manchmal aus irgendwelchen Gründen auch in den Grafikeinstellungen. Niet. Nochmal check. Gameplay. Minimap drehen, da ist es. Ja. Ja. Das ist gut. Das ist tatsächlich jetzt an der Stelle besser. Ich mag es normalerweise nicht, wenn sich die Minimap dreht. Ich mag die Nordausrichtung. Aber jetzt, wenn ich ihn selbst drehen kann, ist das ganz gut. Ich kann mich aber besser orientieren. So, ist das das Labyrinth? Nee. Er springt ein bisschen wie Spider-Man. Das hier eigentlich. Jetzt soll ich ein kleines Bad nehmen. Frostbrand. Ich frage mich, wer ist. Das hier. Wen stellt er da? Ein König oder ein Priester? So. Im Osten haben wir das Labyrinth. Und da sollen wir noch die Spinnennester zerstören und da müssen wir noch irgendwo einen Schachmeister finden. Und schaut mal, das hier sieht doch ein bisschen aus wie so ein Schachbrett. Und ich weiß nicht, wie das bei euch ist, aber bei unserem Zoo, da gibt es auch so ein riesiges Schachbrett, auf dem man quasi rumlaufen kann. Mit sehr großen auch Figuren, Schachbrettfiguren, und ihr könnt richtiges Schach spielen. Wenn ihr die Muse dazu habt, das mit solchen großen Figuren zu machen. Gucken wir mal, ob er da unten rumlungert. Und ihr seht auch, also Mobs mangelt es hier nicht. Jungspinnen Overkill. Okay, jetzt muss ich nur aufpassen, wenn ich auf die normale Karte gehe, dass ich mit der Orientierung nicht doch durcheinander komme. Ist in dem Bereich? Ah, okay, auf der Karte. Das ist nicht die Karte, das ist der Mauszeiger. Ich dachte gerade, hey, warum guckt der immer noch in die Richtung? Aber wir sind hier. Okay. Da prockt auch schon einfach die Müdigkeit. Es ist zwar 12:30, was jetzt noch
für einen Samstag doch human ist, aber fit ist anders. Schachspieler, wo bist du? Ich habe gehört, du hast Königin Katharina beleidigt. Warum ist der Schachmeister eine Spinne? Schachmat ist, kommt aus dem Arabischen. Das heißt eigentlich Schama. Und das heißt, der König ist tot. Dürften die meisten von euch vermutlich wissen, aber falls nicht, jetzt wisst ihr es. Ein wichtiger Bestandteil von Nerd Universe ist nicht das Korinthenkacken, aber das Steigern des Allgemeinwissens und das Steigern des Randwissens und das Steigern einfach des Wissens generell. Seid wissensdurstig und neugierig. Und ihr werdet hier auf Nerd Universe immer wieder, ohne Vorwarnung, kriegt ihr irgendwelche Infos, irgendeine Art von Wissen reingeballert. Ob das jetzt für euch in dem Moment sinnvoll ist oder nicht, das steht in einem ganz anderen Stern. Aber das ist eben genau eins der Gründe, warum Nerd Universe heißt, wie es heißt. Schaut schön fleißig die Videos. Nicht, weil ich dadurch keine Einnahmen generiere, die ich ja eh nicht generiere, weil ich überhaupt nichts an kommerziellen Fu eingestellt habe. Aber einfach damit ihr da unter Umständen vielleicht hin und wieder ein paar interessante Infos zu irgendwas bekommt. Jetzt kannst du deinen Weg wieder rausfinden. Das Geile ist, er motzt gleich oder er beklagt sich, weil ich dann über die Büsche springe. Was mir im Livestream-Video erst spät eingefallen ist, dass ich ja springen kann. Und ich da nicht rumlaufen muss. Ey, das geht nicht. Genau. Kein Springen. Oh, ein Schatz. Das ist so geil, Skill. Habe ich es in den Overkill hingepackt? Der muss irgendwo anders hingepackt. Ey, diese Nester. Übel. Ah, Champion. Sense des Wolfs. Wie viel brauchen wir noch? Dreimal Dämonenkräfte einsetzen, noch vier Spinnennester. Sehr praktisch, gerade bei so vielen Eiern. So, Stufe 7 plus 300 Lebensenergie. Und... ja, Heiltränke brauchen wir keine. Lebensdiebstahlbombe. Fügt allen Gegnern innerhalb von 7 Metern 300 Schaden zu. Erhalte 100 Lebensenergie pro getroffenem Gegner. Bis maximal 1000. Heftig. Ich habe ganz vergessen, dass ich noch diesen Rüstungsbuff-Ding drin habe. Aber ich nehme jetzt mal eine Geschenkekiste. Und mach mir das Geschenk doch gleich mal auf. Hast du mal ein neues Schwertchen bekommen? Ja, ein Schwert namens Schwert. Schwert des Geiers. 282 Lebensenergie bei einem Overkill. Ja, das brauchen wir nicht. Stellt 100% deiner Lebensenergie wieder her und setzt die Cooldowns aller Attacken und Dämonenkräfte zurück. Also nur eins. So. Oh, da habe ich ja, ich habe jetzt ganz neue Overkill-Skills. Lebensaura, heilende Aura und verleiht dir den Zustand Rüstung für 15,7 Sekunden. Stell Lebensenergie, bla bla bla. Du brauchst keinen Overdrive auf, okay. Boomerang haben wir schon. Diamant wissen wir auch schon Bescheid. Hier, Zeitblase.
Zeitverzerrungsblase auf die alle darin befindlichen Feinde und Geschoss um 50% ihrer normalen Geschwindigkeit verlangsamt. 8,4 Sekunden lang. 4,35 Meter Zeitverzerrungsblasenradius. Das kann man nur in Deutsch machen, dass man einfach alles Mögliche aneinander reiht. Zu einem Wort. Aber Bindestriche wo wir draus machen. So, da kann man noch nicht rein. Rätsel für dich, Vicky. Was hat riesige Beißer, ätzenden Atem und 4000 Beine? Geh rein und find es raus. Die Brutmutter. Mutter. So. Scheiße, ey. Die Schrotflinte avanciert zu meiner Lieblingswaffe. Es macht aber Spaß mit der Schrotflinte einfach hier alles über den Haufen zu ballern. Wie viele noch? Eines und dreimal Dämonenkräfte einsetzen. Dann machen wir das doch. So, irgendwo müssen noch ein paar Nester sein. Die Nester dürften gerne respawnen. Die Musik ist super stark angelehnt an die Diablo. Ja, super stark ist natürlich auch ein super toller Begriff. Mich da so an die Zeit, so ein Tristram. Gott, wie viele Millionen Stunden habe ich in Tristram verbracht? War eine wunderbare Zeit. Immer schön auf Beute aus und Horden von Gegnern bekämpfen. Die Pause war meinem langen Gähnen geschuldet. Sag mal, gibt es keine Nester mehr? Ah, hier. Yes. Wunderbar. Bam. Das ist schon heftig hier, die über den Haufen ballert. So, verwende Dämonenkräfte. Ich glaube, es war jetzt das erste Mal, dass ich hier dann mal in einem Gebiet alle Aufträge habe. Ist auch das erste Gebiet, aber ich war jetzt auch schon in ein paar anderen Abschnitten, die dann für sich alleinstehend eigene Aufträge hatten. Okay. Ja, eigentlich ist es egal. Ich würde mich mal einfach trotzdem mal einfach Richtung Norden schon mal bewegen. Richtung Königliche Krypta. Wobei man dann eh zur Basis zurückgeworfen wird, also wenn ich mich auslogge, dann ist man wieder in der Basis. Und die Karten werden zurückgesetzt. Ändert aber jetzt nichts am Fortschritt in der Story. Von daher kann ich mich trotzdem mal in die Richtung bewegen und gucken, dass ich den Overdrive hier ausbaue. Auch krass, das ist mal gut und gerne. 8 Spinnen betäubt. Schon alles geklärt oder was? Versehentlich. Weil sie mir gerade unterkamen. Ellenlange Brücke. Vom Ellenlang. Wenn man schon so im Sack ist, dass man dann eigentlich pennen will, aber halt einfach das Spiel noch so weit beenden möchte, dass das halbwegs sauber ist. Da gehen wir nicht rein. Zeigt aber interessanterweise auch immer den Schwierigkeitsgrad an. Habe ich irgendwie immer nur subtil wahrgenommen.
das ist natürlich doof. Gerade dann, wenn ich jetzt noch irgendwie gucken muss, dass ich Gegner battle und jetzt mein Overdrive auch wieder unten. Ja, dann hätte man mehr Mut zum Respawn beweisen können. Ja, das war's auch. So. Wenn ich jetzt also wieder irgendwo bei irgendwelchen Gegnern bin, bei denen ich noch irgendwie Dämonenkräfte einsetzen kann, ist mein Overdrive wahrscheinlich schon wieder abgeklungen. Ja, ich denke mal, im Südwesten gibt es noch ein bisschen was. Renn, Vran, renn. So, bekomme ich jetzt mal ein Schwert. Geht der Overjoy schneller hoch. Gefühl zumindest. So, das oben. Ich benutze den jetzt einfach. Was brauche ich? Aber mal testweise. Ja, okay, super. So, ich muss den nur irgendwie aufbauen. Und dann kann ich ihn verwenden und brauche keine Kills ausführen damit. Aber ich brauche halt auch Gegner. Zumindest eine Handvoll, das wäre jetzt echt noch nett. Wäre jetzt doof, wenn das ganze Gebiet geklärt wäre. Ah, da hinten. Overdrive bleibt. Kommt schon, ein paar Gegner noch. Tut mir den Gefallen. Ah, da sind noch viele. Ich hoffe, ich schaffe es rechtzeitig. Rennen, fahren, rennen. Rennen. Komm schon, komm schon, komm schon. Nein, da sinkt er wieder. Ah, das ist assi. Das ist halt schon ein bisschen frustig, wenn ich jetzt das Gebiet hier da komplett irgendwann geklärt habe, ist das natürlich besonders beschissen. Jetzt, ich lasse das Spinnennest ganz, damit er mir weiter Spinnen generiert einfach. Dann habe ich wenigstens einen unendlichen Fluss an Spinnen. Ich muss jetzt echt aufpassen, dass ich da nicht zu nah rangehe. Auszusehen, kaputt mache. Das Nest macht nichts. Hauptsache, eines noch da. Ah, nur ein bisschen. Yes. Endlich. Da regnet es XP. Kartenherausforderung abgeschlossen. Wunderbar. Und Achievement freigeschaltet. Stufe 8. Overdrive Maximum hat sich erhöht. Und hier neue Overdrives. Stehen zur Auswahl. Boomerang Diamant Hammer. Schockwelle. Setzt eine Reihe von drei Schockwellen frei, die alle Feinde zurückstoßen und ihnen Schaden zufügen und sie für 6 Sekunden verkrüppeln. Wunderbar. Packen wir auch gleich mal rein. Okay. Super. Dann kann ich ruhigen Gewissens jetzt das Video beenden und das Spiel und mich in die Haie legen und ein bisschen Bubu machen. Morgen ist Sonntag. Ich wünsche euch morgen einen entspannten Sonntag und See you next time.